Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel, was ich bei Gitarrist X gelernt habe. Und Gitarrist X ist heute niemand anders als Steve Lukather. Und Steve Lukather habe ich getroffen bei Joe Satrianis G4 Experience in Las Vegas in der ersten Januarwoche 2023. Da war ich und da war Steve Lukather, Steve Morse, Joe Satriani, Andy James, Cory Wong und Peter Frampton, auch ganz viele andere. Es wird fast zu jedem ein Video geben und heute aber Steve Lukather. So, Steve Lukather hat nur eine Masterclass gegeben, 1,5 Stunden und hat vor allem Storys erzählt und ein kleines bisschen gespielt und auch ein geiles Konzert gegeben, wobei sein Sound, er hat leider nicht sein Equipment dabei gehabt und hat dann über so 2 Marshalls gespielt. Das war nicht so geil. Normalerweise hat er einen phänomenalen Sound. Auch auf seinen ganzen Alben, auf den ganzen Toto-Alben. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten die Storys, die ihr erzählt habt und das Wissen, was dieser unfassbare Gitarrist weitergibt, ist der absolute Knaller. Es wird gemunkelt, dass er der meist aufgenommene Gitarrist der Welt ist, weil er auf so krass viel Alben gespielt hat. Also 1000 reichen nicht. Und ich kann nur empfehlen, es gibt ein Buch, das heißt The Gospel According to Steve Lukather. Und da sind ganz viele Storys drin, wie er zum Beispiel Beat It aufgenommen hat. Also den Riff, nicht das Solo. Das Solo ist ja der Michael Jackson. Und zum Beispiel von ihm ist auch dieses Riff bei Thriller, dieses... It's close to midnight. Das Riff da hinten dran ist von ihm und die ganzen Rhythmusgitarren sind auch von ihm und hat einfach unglaublich viele Sachen gespielt. So. Und was sagt denn der Steve? Was können wir denn vom Steve lernen? Also erstmal, das, was er unbedingt rüberbringen wollte, ist, dass er sagt, never underestimate the basics, also unterschätze niemals die Grundlagen. Dump Stuff nennt er es, Power Chord Rhythm to the Click oder offene Akkorde, Open Chords to the Click oder zum Rhythmus. Sauber spielen. Also zum Beispiel einfach sowas. Und das halt einfach 5 Minuten lang richtig geil in Time zum Schlagzeuger synchron oder zum Klick synchron spielen. Ihr müsst bedenken, der hat damals die Sachen eingespielt, da konnte man nicht hier irgendwie das spielen und dann Copy-Paste. Ja, einfach in der DAW Command D drücken, ja. Sondern das musste der 5 Minuten lang dann spielen. Und das musste der dann auch meistens in einem Take spielen, weil es gab noch kein Pro Tools. Das war eine Bandmaschine. Und wenn er sich verspielt hat, dann musste man zurückspulen und das überschreiben. Allerdings hat sich das Band abgenutzt, sodass dann Leute, die sich verspielt haben, einfach weniger angerufen wurden, wie Leute, die sich nicht verspielt haben. Und auch ein Grund, warum der Typ das einfach so unglaublich gut kann. Und er hat gesagt, er darf keine Namen nennen, aber er hat bei sehr vielen Alben Rhythmusgitarre gespielt, wo große Namen an Gitarristen und Sängern waren, die ihre eigenen Songs mit der Gitarre einfach zu schlecht gespielt haben, als dass man es hätte auf Schallplatte pressen können. Ja? Und damit hat er sehr viel Geld verdient. Damit ist er einfach simple, ne? Ganz simple Akkordfolgen einfach eingespielt hat. Sachen, die wirklich, ne, also viele von euch einfach können, aber könnt ihr sie zum Klick 100% in Time, dass sie richtig geil klingen? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Ja? Deswegen sagt er, unterschätze niemals die Grundlagen. Und da kann ich gleich auch noch etwas Praktisches dir empfehlen, denn ich habe Grundlagenkurse, die heißen Grundkurse bei mir und es gibt den Grundkurs E-Gitarre. Da bespreche ich Power Chords, Palm Muting, wie du mit dem Rhythmus spielst, wie du zählst, ja, wie du sauber abdämpfst, wie du sauber Leerseiten spielst, wie du die Notenlängen auch richtig beachtest, wie du umgreifst, sodass die Noten weiter schwingen können und so weiter. Also so Grundlagen ist genau das, was er meint. Ja? Grundkurs E-Gitarre. Dann gibt es den Grundkurs Akustikgitarre, wo ich praktisch diese offenen Akkorde zeige und dieses Strumming, was du im Prinzip bei jedem Ed Sheeran Song hast, ja. Ja, das wird im Grundkurs Akustikgitarre erklärt und auch das Picking hier, Fingerpicking, wird auch im Grundkurs Akustikgitarre erklärt. Natürlich dann auch mit Akustikgitarre. Und dann gibt es noch den Grundkurs Solospiel, wo ganz
von vorne, vom Anfang halt A-Moll Pentatonik erklärt wird, dann auch Bending, Vibrato, Hammer und Pull-Off, Slides, also Phrasierungen und das Ganze mit 8 Beispielsolos. Ja. Kurze, schamlose Eigenwerbung, aber das passt zu dem, was er sagt. Never underestimate the basics. Unterschätze niemals die Grundlagen. Ja? Und dafür wurde er halt angestellt. Ne? So, und er hat gesagt, er war sehr glücklich, vor allem wegen der Zeit, in der er aufgewachsen ist und Gitarre gelernt hat, weil er sagt, er hat alles in chronologischer Reihenfolge von leicht nach schwer gelernt. Also er hat angefangen mit den Beatles und er sagt, viele Songs der Beatles sind halt wirklich leicht zu spielen, im Gegensatz zu dem, was es sonst so gibt. Ja? Dann kamen die Stones und so weiter und dann kam irgendwann Steely Dan und also es wurde immer schwerer. Er ist da aber schön langsam reingewachsen und er sagt, er beneidet uns, die jetzt anfangen, beziehungsweise ich fange nicht jetzt an, ich fange vor 30 Jahren an, aber wenn du jetzt, ne, du fängst jetzt Gitarre an zu spielen an und dann gibt es halt Bands wie Polyphia, Animals as Leaders, die ganzen Metal-Bands haben unglaubliche Chops, spielen unglaublich geil Rhythmus-Gitarre und Solo-Gitarre und da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ne? Dann brauchst du einen Lehrer, der dich runterholt und sagt, das sind die Basics, fang da an, wie zum Beispiel meine Online-Kurse. Aber davon jetzt genug. So. Und hier, lustige Story. Er wollte halt Musiker werden und sein Vater hat gesagt, oh, Musiker, brotlose Kunst, das kenne ich von meinem Papa. Ja. Der heute, naja, egal. Und da hat der Vater zu ihm gesagt, ich muss es auf Englisch sagen, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja. You need something to fall back to. Und der Luke sagt nur, what, a sword? Also du brauchst einen Plan B, wo du drauf zurückgreifen kannst, in dem, auf Englisch heißt es halt zurückfallen. Und der Luke hat gesagt, war es ein Schwert? Also für ihn gab es keine Option. Er wollte Musiker werden und er hat das mit allen Mitteln durchgesetzt. Ja? Und dann hat er angefangen zu reden über, er sagt, Work Ethic. The real pros don't let it slide, war sein Ausdruck. Also ein richtiger professioneller Musiker übt immer für den Gig, ein richtiger Musiker erscheint pünktlich zum Gig, ein richtiger Musiker hat neue Saiten aufgezogen, ist also prepared, vorbereitet, was sein Equipment angeht. Er hat nicht irgendwie ein Amp dabei, der einen Wackelkontakt hat, von dem er weiß, ne, das kann ja immer passieren, aber von dem er weiß. Also einfach erscheinen, abliefern, freundlich sein und zuverlässig sein und auch nicht beim Gig saufen. Ja? Hat eine Story erzählt, wo er einmal bei einer Studio-Session in der Mittagspause mit einem anderen Gitarristen einen Joint geraucht hat und danach einfach nur noch Scheiße gespielt hat. Und er hat gesagt, das hat er einmal gemacht und seitdem nie mehr wieder. Ja? Weil das einfach, ja, hätte ihn seinen kompletten Job kosten können. Ein so Ding und du hast einen Ruf, oh nee, der kifft beim Gig, den wollen wir nicht, der ist unzuverlässig. So einen Ruf hast du ganz schnell, gerade in der heutigen Zeit, ach Gott, Social Media, ja, das geht ja alles noch viel schneller als damals. Ja, und er sagt, wenn du viel mit Bands spielst, vor allem wenn du im Studio spielen willst, wobei das mittlerweile eigentlich so gut wie nicht mehr passiert, weil erstens die Musiker alle besser geworden sind. Also es gibt kaum noch Bands, die das dann andere Gitarristen aufnehmen lassen. Die würden es dann wahrscheinlich in Pro Tools fixen und einfach an die richtige Stelle schieben. Studiomusiker ist eigentlich kein Beruf mehr, wirklich. Es gibt noch ein paar in den USA, gerade für so Filmsachen. Aber in Deutschland gibt es keinen Studiomusiker. Das kannst du vergessen. Das ist alles so ein Mythos. Und das war mal so. Ja, Peter Weihe hier in Deutschland zum Beispiel ist nicht mehr so. Ja. Aber wenn du viel Aushilfen spielst, hilft es dir sehr, wenn du lernst, wie man Noten liest oder wie man Sheets liest, wie man Rhythmik liest, wie man sich eine Akkordfolge aufschreibt und ein Pattern zum Beispiel. Ja, wie man so ein Pattern aufschreibt, damit du dir das nicht merken musst. Ne, weil irgendwann hast du dann 300 Songs im Repertoire, die habe ich wahrscheinlich auch ungefähr. Und ich habe dazu so kleine Sheets, wo ich weiß, aha, der Part und der Ruf und so weiter. Ja. Learn to sight-read, das was er gesagt hat. Wenn du Gitarrenparts einspielst im Studio, ob für dich selber oder für andere, wahrscheinlich mittlerweile eher für dich selber, sagt er, use the arranger's ear, not a guitar player's ear. Das heißt, spiel das, was dem Song gut tut, nicht das, was du als Gitarrist gerade spielen willst, um anzugeben. Das hat er gesagt. So. Und grundsätzlich, wenn man professionell von Musik leben will, machst du ja mit anderen Leuten zusammen Musik. Und deswegen sagt er, Teamplaying ist das Wichtigste. Ja?
sei kein Arsch, sei nicht so ein, sei keine egoistische kleine Zicke. So, es hat die eine Sängerin gesagt, ich wäre das manchmal, ja, weil ich halt immer direkt, wenn ich komme, vom Gig was zu essen haben will und so. Ja, aber egal, sei das nicht, sondern sei ein Teamplayer und dann wirst du auch wieder angerufen oder angeschrieben. Mittlerweile wird man nicht mehr angerufen. Mittlerweile kriegt man eine Nachricht bei Facebook oder WhatsApp oder Dings, ne? Das hat sich alles geändert. Dann eine ganz wichtige Aussage, wobei er hätte ein bisschen mehr an dem Workshop auf sein Gear gucken können, weil der Sound war echt nicht seiner würdig. Aber hat jemand gefragt, can we talk about gear? Also können wir über Equipment reden? Und er sagt so, wenn es unbedingt sein muss, er hat auch keinen Bock drauf. Ne? Also für ihn ist das alles Mittel zum Zweck. Das ist niemand, der jetzt irgendwie Gitarren sammelt oder Amps sammelt. Der hat halt immer gesucht nach dem bestmöglichen Sound und hat deswegen auch viele Sachen gespielt. Früher halt so einen riesen Kühlschrank-Rack mit diversen Hallgeräten, Delay-Geräten, Preamps, Chorus, Rack-Wawa und so weiter. Und er sagt, es muss einfach nur seinen Zweck erfüllen und dann ist es für ihn gut. Er sieht das nicht als Selbstzweck und redet ewig über Gear. Er findet nichts langweiliger, als über Gitarren-Equipment zu reden. Ja. Und das war dann auch ganz schnell abgeschlossen, Haken dran und dann ging es weiter. Genau, er hat noch gesagt, ein paar Tipps zum Lernen von der Gitarre. Know your common tones and inversions. Mit Inversions meint er sowas. Also Dreiklangs-Inversions, sowas. Ja, und wenn du das lernen willst, also Dreiklangs-Umkehrungen, Griffbrett-Großmeister sind alle drin mit verschiedenen Übungen. Ja, Dreiklänge und auch die Dreiklänge, die du als Einzelnoten im Solo spielen kannst, sind da auch drin. Ne? Also mein Kurs Griffbrett-Großmeister. Ja, also Common Tones and Inversion. Und mit Common Tones meint er im Prinzip Guide Tone Lines. Also wenn du zum Beispiel eine Akkordfolge hast, A-Moll, F, C, wenn ich spielen stehe, und G, dass du zum Beispiel weißt, ne, bei A-Moll, ne, hast du ein A drin, da kommt der F-Dur, da ist auch ein A drin, dann kommt der C-Dur, da ist ein G drin, und dann kommt der G-Dur, da ist auch ein G drin, ja, dass du diese Guide-Tone-Lines, diese Linien, die von Akkord zu Akkord sich entweder verändern oder halt eben auch nicht verändern, und das sind dann Common Notes, ja, also die in zwei Akkorden gleich sind, dass du das unbedingt können solltest. Das lernst du in meinem Kurs Solospiel für Fortgeschrittene. Ach Gott, ich habe noch nie in einem YouTube-Video so viel von meinen Kursen erwähnt. Danke, Luke. Das ergibt sich jetzt gerade nur so, wo ich hier die Notizen ablese. Das ist, ja, also. Und der Typ kann halt auch irgendwie alles. Ne? Deswegen kommen halt so viele Kurse da hoch, weil er einfach alles kann. Ja. Using triads and chordal ideas. Also über Akkordfolgen, wo er improvisiert, spielt er oft einfach nur Akkordideen. Ne? Zum Beispiel über A-Moll FCG, ja. Das waren jetzt einfach nur drei Klänge, ne? Ah, hier, der, dann der. Und da habe ich jetzt ein Solo mitgespielt. Ja, dass man dadurch ganz viele Solo-Ideen einfach bekommt. Vor allem zum Auflösen der Linien, ja? Also A-Moll Pentatonik. So ein Lick zu spielen. Ja, das war jetzt A-Moll Pentatonik und im nächsten Akkord habe ich dann einfach nur den Dreiklang gespielt. Ist auch ein Solospiel für Fortgeschrittene drin. Gut, und wir schließen mit dem Satz Get out of your comfort zone. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Das heißt, raus aus der Komfortzone, üb Sachen, die du nicht kannst und spiel nicht immer den gleichen Kram, den du schon seit Jahren spielst, sondern such dir auch mal Sachen, die du nicht kannst. Ja, und dafür ist auch wieder einer meiner Kurse optimal geeignet, den du noch nicht gemacht hast und der dich fordert. Danke, Luke, dass ich mit deinem Video so viel meine Kurse anpreisen kann. Juhu, also diese Lektion wird gesponsert von gitarrenlehreronline.de. Gut, ich hoffe, das macht euch nichts aus. Alles klar, das war's zu diesem Video. War eine super geile Erfahrung, diesen Mann so fast direkt vor mir zu sehen. Es waren so 2-4 Reihen dazwischen und es war absolut genial. Bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte und ja, dir vielen Dank fürs Zuschauen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. 2-mal Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Abonnier den Channel, drück das Glöckchen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und ciao.